Leute, wenn ihr mich einladen wollt, dann reicht eine Einladung. Ich gucke gerade halt oben auf die Benachrichtigung. Da standen 99 plus. Jetzt gehe ich hier rein und denke mir, hm, das muss ein Bug sein. Jetzt schauen wir gerade mal, ob das ein Bug ist. In diesem Moment kommt schon die nächste Einladung. Okay, das ist eine. Das ist eine. Also von einer Person eine Einladung und das ist eine Einladung von einer anderen Person. Ich war aber gar nicht an der Xbox. Ich hatte die Xbox noch nebenbei laufen und war gerade im Videoschnittprogramm und habe gearbeitet. Da kann ich natürlich nicht beitreten, Leute. Ich habe auch manchmal die Xbox an und mache andere Dinge. So, dann haben wir jetzt hier drei Einladungen. Und jetzt hat uns ein LREAL V2 eingeladen und wir zählen jetzt mal durch, wie oft er uns eingeladen hat. Das ist eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Und da hört es dann auf, es geht nicht weiter. Oben war angezeigt 99. Plus. Ich gehe davon aus, dass es ein paar hundert Mal war. Bei 47 ist dann Schluss hier in der Benachrichtigung, da kann man sich nicht mehr anzeigen lassen. Das ist wirklich schade, weil ich hätte gerne weitergezählt. Ich hätte das jetzt auch bis 3500 gemacht. Also, wie man so oft jemanden einladen kann. Und dann fragt man sich noch, warum ich die Benachrichtigung aushab und dann nicht mehr sehe, wenn mich Leute in Raids oder sonst wo einladen wollen. Äh, das ist äh, nicht gut, Leute. Das ist kein gutes Verhalten. Das ist äh, Spam und das wollt ihr selber auch nicht empfangen. So 5000 Einladungen von einer Person innerhalb von wenigen Minuten. Das ist extrem, extrem bescheiden. Außerdem ist bescheiden, wenn man einfach in Raid-Teams beitritt, innerhalb von wenigen Sekunden, wenn einer rausgeflogen ist. Ihr könnt den Leuten mit solchen Aktionen das Loot kosten. Die sind kurz vorm Endgegner, haben den gerade fast down, fliegen dann raus, versuchen neu beizutreten. In dem Moment geht ihr einfach in das Team rein, ohne vorher in Party zu fragen, ob ihr dann, ob noch jemand gebraucht wird oder sonst was. Und ihr tretet einfach den Leuten bei. Und dann könnt ihr die eine Person, die dann nicht mehr beitreten kann, weil der Einsatztrupp voll ist, könnt ihr in dieser Sekunde wo wir dann den Boss legen und ihr beigetreten seid, das Loot kosten. Und sowas ist unter aller Sau. Das muss man wirklich mal so sagen. Es ist unter aller Sau, einfach einem Einsatztrupp aus fünf Leuten beizutreten, wenn man keine Ahnung hat, ob da jemand rausgeflogen ist oder was da genau passiert ist. Einfach mal vorher eine Nachricht schicken oder in die Party beitreten und fragen, ob man denn beitreten darf. Das wäre wirklich extrem gut, wenn ihr das alle mal beachten würdet. Denn sonst muss ich mir irgendwie überlegen, hier meinen Einsatztrupp... Äh, dich zu machen, was auf der Xbox nicht mal so ganz geht. Und das ist einfach nur... Ich weiß nicht, das ist nicht in Ordnung, Leute. Das ist echt nicht in Ordnung. Ich spiele gerne mit jedem und ich nehme auch Einladungen an, wenn mich jemand ein Party einlädt, den ich nicht kenne und so weiter. Aber ich bin teilweise gar nicht an der Xbox. Und Spam, also ganz ehrlich, Spam ist so das Letzte, was man im Internet braucht. Und besonders nicht bei der Xbox oder sonst wo. Nehmt euch das mal zu Herzen. Äh, eine Einladung reicht. Wenn ich die dann sehe oder nicht sehe oder wie auch immer und ich dann beitrete oder nicht beitrete, dann liegt das meistens entweder daran, dass ich keine Zeit habe oder... Dass ich gerade in einem anderen Einsatztrupp bin und dann natürlich nicht die ganze Zeit hin und her wechseln kann. Das mal in eigener Sache. Ich hoffe, äh, der eine oder andere sieht es hier. Ansonsten, äh, ja, ihr dürft mich gerne einladen, aber wie gesagt, eine Einladung reicht. Und wenn ich irgendwo im Einsatztrupp bin und einer, ein Spieler fehlt, dann nicht einfach beitreten, bevor ihr gefragt habt, bitte. Weil ihr könnt wirklich den Leuten, die da rausfliegen, das Loot kosten und das geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht drin, Leute. Ist gar nicht möglich, sowas zu machen. Also dann, ich bin raus. Das mal dazu. Bis dahin. Ciao, ciao.